Die Musik von Johann Strauss war gleichsam die Seele Wiens. Die ganze Welt tanzte nach seinen Melodien. Amerika, wir werden kulturelle Botschafter sein. Sagen Sie, wollen Sie uns für dumm verkaufen, Hirsch? Jeder weiß doch, warum wir nach Amerika sollen. Nur weil er davonlaufen möchte vor seiner Frau, vor seiner Freundin und seinen Banken, seinem Unheil. Du traust dich, du Schuft! Er ließ seine Enttäuschung und Verbitterung an seiner Familie aus. Herz auf! Herz auf zu spielen! Ich will euch beide nie wieder ein Instrument spielen hören, habt ihr es verstanden? Ich will nicht, dass die Buben dasselbe durchmachen müssen wie ich. Die durchwachten Nächte, die verrauchten Seele. Der Shani, der wird auf die Handelsschule gehen. Der Peppi kommt auf die Kadettenakademie. Und der Edi soll Advokat werden. Bei einer Geliebten fand Johann Strauss ein neues Glück. Ich bin glücklich. Doch in Anna fand er eine zu allem entschlossene Frau als Gegnerin. Ja, behalt dein Geld und hör auf, uns zu schikanieren. Wir kommen auch allein zurecht. Dann musst du auch die Folgen tragen. Raus jetzt aus meiner Wohnung! Du musst dafür kämpfen, verstehst du? Nur so entsteht Kunst. Das musst du erst noch lernen, sonst wirst du nie ein ernsthafter Komponist. Gut, weil ernsthafte Komponisten verdienen sowieso nichts. Mein Freund, der Levi und ich werden miteinander eine Kapelle gründen. Ja, aber mein Vater darf nichts davon wissen. Er würde es niemals erlauben. Sie hintergehen Ihren Vater, diesen großartigen Musiker. Dann bekäme er einen neuen Rivalen. Sie sagen es. Seine Mutter macht es, um mich zu ärgern, aber sie wird ihn zum Gespött machen. Strauss kontra Strauss. Der Sohn gegen den Vater. Das wird doch Ärger geben. Ja, das hoffe ich sehr. Gratuliere, Shani. Ich glaube, heute ist ein großer Musiker geboren worden. Ich mache dir einen Vorschlag. Lass uns von heute an vereint gehen. Nie. Niemals! Seine Musik.
Musik ist wunderbar. Strauß! Komm mir doch her zu uns. Er ist ein Hofballmusikdirektor, wie man ihn sich besser nicht wünschen kann. Er wird mir vergeben, wenn ich darauf verzichten möchte, ihn einem jeden vorzustellen, denn das würde den ganzen Abend dauern und ich möchte ihn doch lieber spielen hören. Euer Exzellenz, tun mir zu viel Ehre an. Das tue ich immer, ich weiß. Nur sag, ihr Strauß, was höre ich da über ihn und seinen Sohn? Es ist nichts, nur ein kleiner familiärer Zwist. Oh, untertreibe er nicht. Ganz Wien redet schon darüber. Strauß kontra Strauß. Plakate, Fahnen, rivalisierende Bürger. Er möchte doch nicht, dass unsere braven Wiener sich die Köpfe einschlagen, hoffe ich. Nein, Durchlaucht. Ich versichere Sie, es ist gänzlich harmlos, Exzellenz. Nun, ich will es hoffen. Die Musik soll den Menschen schließlich mehr Lebensfreude und keine Sorgen für die Obrigkeit bringen. Jetzt will ich noch einen Wunsch meiner Gäste erfüllen und ihn bitten, uns ein wenig im Tanzen zu unterrichten. Ich fürchte, wir alle hier sind schon etwas altmodisch, was das Tanzen angeht jedenfalls. Was man so hört, verlangen diese neuen Walzer auch vollkommen neue Schritte. Stimmt das? Sei er so nett und zeig er sie uns. Sehr wohl, Exzellenz. Mit dem allergrößten Vergnügen. Es ist nicht nur in der hohen Politik wichtig, die richtigen Beziehungen zu haben. Meiner Meinung nach nur einen einzigen Johann Strauss. Einen anderen wird es niemals geben. Wenn mich einer fragt, Strauss, ist er der einzige Strauss? Ich kenne gar keinen anderen Strauss. Ich werde nie einen anderen Strauss kennen. Danke, danke, Fürst Metternich. Ist es gestattet, das hochwohlgeborene Hinterteil zu küssen? Schönster Diener, Exzellenz! Recht so, mein Bester! Morgen werde ich vielleicht seiner Majestät das Nämliche erlauben. Perdaut, wen haben wir denn da? Zu Diensten, Strauß, Johann, Strauß, der Begabte. Was hat er da unter seiner Nase? Ein Schnauzerchen, das macht mich älter, weil ich bin ja jünger als er und ich habe neue Ideen. Was? Neue Ideen? Ich wünsche keine neuen Ideen. Hat er das verstanden? Was ich wünsche, ist, morgens und abends da hinten geküsst zu werden. Oh, diese Jugend! Oh, diese neuen Ideen! Kann er lesen? Ja, zu Diensten. Kann er denken? Mit Verlaub, ich kann. Abscheulich! Ich mag keine Individuen, die lesen und denken. Missgeburt, Bastardische! Ich werde ihn verhaften und kastrieren lassen. Ich meine, kasernieren lassen. Es geht nichts über ein bisschen Gewaltanwendung. Stoß er ihn, schlag er ihn, zwick er ihn. Das stört mich nicht. Das alles belebt das Geschäft, Gustl. Ja, aber was ist mit den Zeitungen? Wir müssen uns mehr um die Presse kümmern. Die schreiben jeden Tag was über deinen Vater. Mein Vater liebt den ganzen Rummel. Das war schon immer so. Und du liebst ihn nicht, was? Ich möchte nichts weiter, als dass sie über meine Arbeit schreiben. Mein Vater dagegen würde weiß Gott was tun, nur damit die Leute noch mehr reden über ihn. Ich habe manchmal das Gefühl, er glaubt nur dann, dass er lebt, wenn in der Zeitung etwas über ihn steht. Schau nicht, deine Naivität ist unglaublich. Schau dir einmal das da an.
Strauß, der große alte Mann, ist die Jungvinie. Das ist die Schlagzeile. Weiter geht's. Der junge Springinsfeld Strauß hat noch viel zu lernen. Das beweist jedes Konzert seines Vaters. Der ja, ja. Wer schreibt eigentlich diesen Schmarrn? Das wird ein Lohnschreiber vom Hirsch sein. Was? Und da schreibt sich XYZ. Er bezahlt jemand für das Geschmier? Sei nicht so naiv. Natürlich bezahlt er jemand dafür. Das ist widerlich. Pfui Teufel. Genau, und wir sollten dasselbe tun. Niemals. So tief werde ich niemals sinken. Ja, Shani, das finde ich auch. Du solltest niemals so tief sinken. Ah, habe der ja von Levi. Kompliment, Herr von Roth. Bitte. Cognac, bitte. Herr Ober, einen Cognac, bitte. Also? Diese Artikel, diese XYZs sind unflätig. Degutant, obszön. Ich weiß. Wie antworten wir darauf? Ich habe schon vorgefüllt bei ein paar Zeitungen, die ihrem Klienten höchst wohlwollend gesinnt sind. Dem Shani Strauß. Wenn die was bringen könnten, was positiv für den Shani ausfällt, täten die sich glücklich schätzen, vorausgesetzt ich schreib's. Ich verstehe. Und zum Auftakt könnte ich mir vorstellen, reiten wir eine forsche Attacke mit der Schlagzeile: Der alternde Meister Strauß erpicht auf die Vernichtung seines eigenen Sohnes. Und wie unterschreiben wir das? Der Mann nennt sich selbst XYZ. Ich könnte unterschreiben als ABC. Wie viel? Preis pro Artikel 5 Gulden im Voraus. In einem Punkt möchte ich Sie noch warnen, Herr ABC. Sie leben gefährlich, wenn der Artikel nicht veröffentlicht wird. Alternde Meister Strauß erpicht auf die Vernichtung des eigenen Sohnes. Ja, ich hab's gelesen. Unflätig, degutant, obszön. Wer ist dieser ABC? Irgend so ein Lohnschreiber, wer weiß. Wir müssen antworten. Irgendeine Idee? Ich denke, wir sollten den Shani vom moralischen Standpunkt angreifen. Vom moralischen Standpunkt? Gut. Was heißt moralischer Standpunkt? Naja, ich habe mir gedacht, der junge Strauß reflektiert die Unmoral der modernen Jugend. Verderbte Kinder lehnen sich gegen Eltern auf. Autorität in Frage gestellt, Gehorsam verweigert, etc., etc. Das ist gut. Ausgezeichnet. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Und wieder ein Sieg für XYZ. Ich verspreche, Sie werden zufrieden sein. Lass ich feuern!
Das ist Aufruhr, Störung der öffentlichen Ordnung. Also seid ruhig, Leute, und geht's jetzt heim. Würden Sie bitte so freundlich sein und uns durchlassen? Wir sollen da spielen auf der Beerdigung von dem Mädchen. Hier wird nichts gespielt. Gehen ganz weiter und nehmen Sie Ihre Männer mit. Wenn Sie Schwierigkeiten machen, wird Ihr Orchester aufgelöst, von Amts wegen. Haben Sie verstanden? Lesen's. Hab ich schon. Zynischer Tanz am Grab eines unschuldigen Mädchens. Der junge Strauß schreckt wirklich vor nichts zurück, nur um in die Zeitungen zu kommen. Josch hat nicht umsonst so viel in diesen Mann investiert. Der ist genial. Der ist auch nicht besser als ich. Ist er nicht? Jedes Wort von ihm trifft den Schwarze. Ich wollte, ich könnte dasselbe von Ihnen sagen, Herr Roth. Ich finde, jetzt wären's fast beleidigend, Herr Levy. Ich will antworten auf diese Attacken, Herr Roth. Wenn Sie glauben, dass der XYZ immer ins Schwarze trifft, dann passen Sie mal auf, wie der ABC im Lernen, was schwarz ist. Charlie Strauss wird von moralischen Bankrotteuren angegriffen, die ihm und der Jugend ihre eigene Unmoral andichten. Was zum Beispiel hat ein Herr Strauss Senior getan, während dieses arme, unschuldige Kind begraben wurde? Er war damit beschäftigt, einen neuen Hofball auszurichten, sodass ein gewisser österreichischer Staatskanzler die neuesten Walzerschritte lernen kann. Die Tränen um das unschuldige Opfer sind noch nicht getrocknet und schon stürzen Strauß und seine selbstgefälligen, ruhmsüchtigen Herren sich in extravagante Hofbälle. Es fängt an mit einem Walzer und endet in der Revolution. Sie haben völlig recht. In Frankreich begann es mit dem Karneval und endete, naja, wir wissen, wie es endete. Was heißt hier ein gewisser österreichischer Staatskanzler? Es gibt doch nicht noch einen zweiten, oder? Die Armee sollte mobilisiert werden. Also ich bitte Sie. Die Wiener haben kein Talent für die Revolution. Zuschauen würden Sie gern dabei, aber eine machen? Wenn ich mir die Bemerkung gestatten darf, Exzellenz, so waren die Wiener früher einmal. Aber jetzt sind die ruhigen Zeiten vorbei. Für immer. Von überall her kommen Zuwanderer in die Stadt. Sie bringen nichts als Unruhe unter das Volk. Die Wiener haben sich geändert. Unsinn. Bei allem Respekt, die Kunst der Politik liegt darin zu wissen, was der Pöbel denkt. Und ich glaube, ich darf mich rühmen, in der Politik ein Künstler zu sein. Diese Stadt gehorcht immer noch dem Gesetz von Wein, Weib und Gesang. Die Wiener vertragen einfach alles, nur keine Langeweile. Der einzige Ärger mit ihnen ist, wenn ihnen das Leben zu fad wird, fangen sie an zu politisieren. Das ist die Wurzel allen Übels. Man muss etwas gegen ihre Langeweile unternehmen. Solange die Leute friedlich ihren Walzer tanzen können, wird es keine Revolution in Wien geben.
Andere Völker mögen Revolutionen anzetteln. Du, glückliches Österreich, tanze. Ich wünsche nun, Johann Strauß zu sehen. So schnell wie möglich. Den Älteren natürlich. Den Hofball-Musikdirektor und den Mann, der ihm die Geschäfte führt. Diesen, wie immer er auch heißt. Und Sie, meine Herren, möchte ich doch bitten, ruhig zu bleiben. Alles wird sich finden. Er wird Ihnen gefallen. Er sanftmütig und charmant. Strauß, diese Rivalität muss ein Ende haben. Er liest die Zeitung, darf ich doch annehmen. Dieser Krieg zwischen Vater und Sohn ist gefährlich. Er ist eine Schande und, was am schlimmsten ist, seiner unwürdig. Ich habe genug davon. Das muss aufhören. Es tut mir leid, wenn Eure Exzellenz dadurch belästigt wurden. Nicht nur ich, Strauß. Ganz Wien hat er in Unruhe gebracht. Darum geht es hier. Er hat Leidenschaften in den Leuten geweckt, die sie blind machen. Und blinde Leidenschaft vernebelt den Verstand, führt zu Chaos. Was gedenkt er nunmehr zu tun? Wenn ich mir erlauben darf, Exzellenz. In der Musik ist es wie in der Politik. Ich wusste nicht, dass er ein Philosoph ist, Herr... Hirsch, Exzellenz. Karl Friedrich Hirsch. Ich bin sicher, durchlaucht Wissen besser als jeder andere, dass Kriege, wenn sie einmal entfacht wurden, nur schwer zu beenden sind. Und die Sache steht leider so, dass keine der beiden Parteien zu verhandeln oder gar aufzugeben bereit ist. Dann gibt es nach meiner Erfahrung nur eins, Hirsch. Wenn die beiden Parteien nicht dazu bereit sind, ihren Streit zu beenden, dann muss es eine dritte Kraft tun, eine stärkere. In diesem Fall bin das ich. Er wird diesem Streit ein Ende machen. Oder ich erwarte seinen sofortigen Rücktritt als kaiserlicher Hofballmusikdirektor. Und das, Strauß, wäre nicht nur eine öffentliche Blamage für ihn. Es würde seine Karriere beenden und damit auch diesen Krieg. Es gäbe noch eine andere Möglichkeit, Eure Exzellenz. So, welche? Die Kampfhähne auseinanderzubringen. Auseinanderzubringen? Und wie? Wiedersehen, Gustav. Wiedersehen, Katja. Du mir einen Gefallen. Leb wohl, Mama. Den Charlie. Wiedersehen, Charlie. Gib gut Acht auf dich. Ja. Ich danke dir. Gute Reise. Servus, Edi. Mach der Mama keinen Ärger. Mach dir keine Sorgen. Wir fallen ja nicht zu den Menschen, weißt du. Ich möchte was mitgeben, damit du auch denkst an gute mich. Gute Reise, Herr Levi. Gib's gut Acht auf sich und den Charlie. Das werde ich tun, Frau Strauß. Ich verspreche es Ihnen. Wer wohl auf die Idee gekommen ist. Ich hätte mich auch weigern können. Hättest du nicht, das war ein Befehl seiner Majestät. Ja, aber gekommen ist er von meinem Vater. Nein, so raffiniert wäre dein Vater nicht. Schaut mir nach Hirsch aus. Das ist die heutige Geschichte. Steck jemand, der dir unbequem ist, in eine Uniform, damit bekommst du ihn unter Befehlsgewalt. Eine kulturelle Mission im Auftrag seiner Majestät, wie schmeichelhaft. Zum Teufel hätten die uns schicken können. Oder zu die Hottentotten. So ist es nur das verdammte Rumänien. Thank you.
sehr brav. Schön, schön. Und jetzt würde ich gern den Konsul sprechen. Jawohl! Habe die Ehre, Herr Konsul, mein Beglaubigungsschreiben. Strauß, Johann. Vater oder Sohn? Sohn. Depeschiert, hä? Abgeschult. Ich bin hier als Kulturbotschafter im Auftrag seiner kaiserlichen Majestät. Ja, abgeschoben worden sind's, das kennen wir schon. Auch wenn wir da am Arsch der Welt sind, erfahren wir alles, was in Wien passiert, das können Sie mir glauben. Ich weiß gut Bescheid über Sie, Herr Strauß. Sie haben in Wien einen ziemlichen Wirbel gemacht. Herr Konsul, ich bin nicht hier, um Ärger zu machen. Das hört man gern. Ich bin hier, um die Kultur Österreichs bis in die entferntesten Winkel des Reiches zu bringen. Da sind Sie absolut richtig bei uns. Man hat mich in Wien Ihrer vollen Unterstützung versichert. Wir wollen vornehmlich in den Palästen des hiesigen Adels spielen. Bei welchem Adel denn? In welcher Paläste? Sie werden höchstens in einen Stadel aufspülen, vor Bauern. Die Audienz ist beendet, Strauß. Oder Maestro Strauß, wenn Sie das lieber hören. Ein Glas für den Maestro. Das war sehr bewegend. Danke. Nichts bewegt mich mehr als Musik. Sie weckt wunderbare Erinnerungen. Sie erinnert mich an die Zeit, dass dieses Hotel ein Vorposten der westlichen Welt gewesen ist. Sie schauen gar nicht so alt aus. Oh ja, ich erinnere mich. Damals gab es mehr Personal als Gäste. Dreimal am Tag habe ich mein Oberhemd gewechselt. Und Frauen gab's, mein lieber Strauß. Frauen wie Sand am Meer, wunderschön. Nur mit den Fingern schnippen mussten sie und sie waren da, so viel man nur wollte. Und gar nicht kostspielig, oh nein. Aber heutzutage sind's gründlich verdorben. Die Preise, die sie verlangen, sind so hoch, dass sich keiner das bisschen Vergnügen leisten kann. Eine Ausnahme gibt's, den Konsul. Der hat noch nie bezahlt, dieses Schwein. Der vergewaltigt. Mir ist noch nie so ein korrupter Mensch begegnet. Er ist völlig skrupellos. Kein Wunder, dass die Bauern sich auflehnen. Die Bauern hier können's vergessen. Das sind lauter Halbwilde. Hätte ich für jede begonnene und wieder abgebrochene Revolution hier eine Frau bekommen, würde ich Ihnen jetzt das Skelett gegenüber sitzen. Die Leute hier sind zu nichts zu gebrauchen. Monsieur Strauß, Maestro. Maestro, meine Frau lässt fragen, ob Sie uns einen Gefallen erweisen. Maestro Strauß, darf ich Sie um einen Gefallen bitten? Meine Frau und ich sind sehr glücklich darüber, dass Sie da sind, Herr Strauß. Ich bin froh, dass es jemand zu schätzen weiß. Wir sind begeisterte Tänzer und sind sehr glücklich darüber, dass Sie hier sind. Ich war immer ein Lanner-Anhänger. Sie hat ihren Vater bevorzugt. Ich war eine glühende Verehrerin ihres Papas. Mein Mann war immer für den Lanner.
Sie müssen ihr verzeihen. Sie ist leider fast taub. Haben Sie gehört, was ich gesagt habe? Ja, ich hab's gehört. Ich habe die Musik Ihres Vaters geliebt. Und er war ein großartiger Tänzer. Wir sind lange nicht mehr in Wien gewesen. Schon eine Ewigkeit. Würden Sie bitte so liebenswürdig sein und uns beiden die neuesten Walzerschritte demonstrieren? Ich tanze leider überhaupt nicht. Was haben Sie gesagt? Er hat gesagt, er kann leider keinen Walzer tanzen. Es ist die reinste Hölle, mit ihr zu tanzen. Sie hört nichts von der Musik. Nur zu Ihrer Information. Der Konsul ist geflohen. Was? Das kann doch nicht sein. Doch, im Morgengrauen. Die Papiere hat er verbrannt und ist mit dem Geld auf und davon. Mit was für ein Geld? Dem Bestechungsgeld. Für den gibt's nur zwei Dinge im Leben, Geld und Weiber. Aber warum ist er denn geflohen? Schon seitdem wir hier sind, die ganzen 6 Monate, gibt's beinahe jeden Tag Aufruhr, Kämpfe, Schießereien in den Straßen und Tote. Ich hab's Ihnen ja gesagt, die fangen immer wieder Revolutionen an. Aber wieso ist der Konsul gerade jetzt geflohen? Wer weiß das schon. Er hat vielleicht mehr gewusst als wir. Abgesehen davon hat er schon immer schwache Nerven gehabt. Sie müssen ihn aber gut kennen. Ich war sein Vorgänger, er war mein Stellvertreter. Bruderherz, mein Bruder, du bist ein Freund der Armen und Unterdrückten. Du hast gekämpft für sie. Brüder, dieser Mann hat sich in Wien der Obrigkeit widersetzt, die ihm verboten hat, auf der Beerdigung eines jungen Mädchens zu spielen, das getötet wurde von den Schergen des Tyrannen Metternich. Komm, mein Bruder, spiel jetzt für uns. Spielen was? Spiel die Musik der Revolution! Die Musik der Revolution? Aber vorher. Ja? Die tapferen Worte, die du in Wien ausgerufen hast. Die tapferen Worte, die ich in Wien ausgerufen... Freiheit! Gleichheit! Brüderlichkeit! Alle miteinander! Freiheit! Gleichheit! Brüderlichkeit! Gut. Und jetzt... Spiel! Was sollen wir denn spielen, Maestro? Thank you.
Was reden die da? Kein Grund zur Sorge, Durchlaucht. Sie beten nur. Ich danke Gott dafür. Strauß, alles ist in Ordnung. Die Wiener beten und wir wissen alle, die Wiener beten nur um drei Dinge. Um guten Wein, schöne Frauen und charmante Musik. Exzellenz. Für seine Exzellenz zum Hintereingang und zwar schnell. Strauß, Sie gehen beim Vordereingang hinaus. Sie müssen den Pöbel ablenken. Wir müssen sofort fahren, Durchlaucht. Wir wollen Metternich, Metternich, Metternich. Wir wollen Metternich, Metternich. Ich melde mich zum Dienst für die Revolution. Wachdienst. Sie werden ein strategisch äußerst wichtiges Kommando übernehmen und Lebensmittelvorräte bewachen. Du schaust vielleicht lächerlich aus mit dem Gewehr. Ich will nur hoffen, dass ich damit nicht schießen muss, weil ich nicht einmal wissen tät, wie es geht. Und dann begreife ich nicht, was so wichtig ist an diesem Kommando. Hier kommt doch kein Mensch her. Du bewachst Lebensmittelvorräte. Was gibt's Wichtigeres? Das ist doch eine Bäckerei. So ist es. Wo ist der Bäcker? Warum backt er kein Brot? Hast du noch nicht begriffen, wie das da rennt? Den haben sie zur Musik eingeteilt. Thank you.
Schon vor mehr als einer Stunde hätten sie unsere Ablösung schicken müssen. Herr Soldat, wir hätten gerne Mehl zum Brot backen. Tut mir leid, das ist verboten. Aber wir hungern. Tut mir leid, geht's. Dankeschön für die Ablösung. Jetzt aber nichts mehr weg hier. Keine Schonung, ist das klar? Zielt! Blank! Mama? Peppi? Wo können die nur sein? Ich habe das Gefühl, es sind gute Nachrichten für seine Exzellenz.
Eine dringende Depesche für Eure Exzellenz aus Wien. Mein lieber Strauß, welche Freude, dass er bei uns ist. Was gibt es für Neuigkeiten aus Wien? Wo ist Emmy? Ich habe sie in dem Chaos nicht mehr finden können. Ich kann nur hoffen, dass sie in Sicherheit ist. Sie ist in Sicherheit, ganz gewiss. Nun, wen kennt er noch nicht? Ah. Ja, ich muss ihn unbedingt mit der Jetti von Trefts bekannt machen. Oder kennen Sie einander schon? Nein. Ich bin entzückt, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ich bin ein glühender Bewunderer. Die Bewunderung ist ganz meinerseits. Obwohl ich mir mehr Lieder von Ihnen wünschte. Vorbei, alles vorbei. Feldmarschall Radetzky hat die Ordnung wiederhergestellt in Wien. Aber seine Majestät hat abgedankt. Ferdinand verzichtet auf den Thron. Sein Nachfolger wird sein Neffe Franz Josef. Wir müssen sofort nach Wien zurück. Sie brauchen dich jetzt. Das glaube ich nicht. Der neue Kaiser möchte, dass Strauß sofort nach Wien zurückkehrt. Gratuliere, lieber Strauß. Sie müssen gleich morgen früh wieder abreisen. Die Einladung gilt nur für ihn, nicht für mich. Die alte Ordnung ist, scheint, abgeschafft worden. Vorbei. Ich würde mich auch kaum wohlfühlen in diesem Tollhaus. Ich hab nichts mit. Ich brauche frische Wäsche und ein Rasierzeug. Erlauben Sie? Jetzt wird alles wieder gut werden. Wirklich? Der Fürst, wie er gesagt hat, die alte Ordnung wäre abgeschafft. Das ist wahr. Das war für mich, als würde man ein schweres Tor vor mir zuschlagen. Was geschieht nur mit uns? Was wird aus uns werden? Wir klauben die Scherben auf und fangen neu an. Was sollen wir sonst tun? Sie können das. Sie sind vom Kaiser nach Wien gerufen worden. Aber was machen wir anderen? Was wird aus uns? Solche Angst. Es ist furchtbar. Bitte halten Sie mich fest. Ich fürchte mich so sehr. Seine Majestät, der Kaiser!
Lieber Radetzky, wir danken ihm für den hervorragenden Dienst, den er seinem Kaiser und Österreich erwiesen hat. Schane Strauß aus 17. Gefangener Strauß? Welcher? Schani. Viel Glück, Schani. Gefangene Strauß. Sie? Sie waren doch im Odeon und haben mich zum Wachdienst eingeteilt. Ich war immer ein kaisertreuer Beamter. Nur für ihn habe ich meine Pflicht erfüllt. Etwa auch als Offizier der Revolution? Ganz besonders als Offizier der Revolution. Ohne treue Diener wie mich, wie könnte seine Majestät heute triumphieren? Wie könnte Österreich da überleben? Und wie hätten wir sonst Beweise sammeln können gegen Verräter wie ihn? Ich habe ihm nicht erlaubt, sich zu setzen. Übrigens, ich muss schon sagen, es wundert mich, dass er imstande ist, aufrecht zu stehen. Was soll diese Anspielung bedeuten? Ich habe seinen Fall studiert. Und ich meine, dass er einen sehr schwachen Stand hat. Saubere Söhne hat der Strauß. Der Bruder Josef, Kommandant der Studentengarde. Und er selber eine Schande. Warum nimmt er sich kein Beispiel an seinem Vater, der loyal und aufrecht ist? Was wird mir vorgeworfen? Ich habe ihn betreffend verschiedener Anzeigen hier. Davon ist eine von mir persönlich. Spielen von revolutionärer Musik bei seiner Ankunft in Wien. 27 Zeugen. Lautes Herausschreien von revolutionären Hetzparolen. 49 Zeugen. Freiwillige Meldung zur Ausübung subversiver Tätigkeiten. Da war ich Zeuge. Bewaffneter Aufstand gegen seine Majestät. Bewaffneter Aufstand? Mit welchen Waffen? Will er etwa bestreiten, dass er mit einem Gewehr der Revolutionsgarde bewaffnet war? Nein, aber... Er gibt es also zu. Zerstörung von Privatbesitz mit Hilfe dieses Gewehrs, indem er das Fenster einer Bäckerei eingeschlagen hat. 8 Zeugen. Desertion von seinem Posten als Wachoffizier der Revolution. Das vergessen wir. Widerstand. Widerstand gegen die Verhaftung. Also das wär's. Die Sache steht hoffnungslos. Ich schlage vor, dass er dieses Geständnis sofort unterschreibt. Und wenn ich's nicht tue? Wir brechen ihm die Finger seiner rechten Hand. Und wenn er sich dann immer noch weigert, brechen wir ihm die Finger der linken Hand. Und wenn ich das Geständnis unterschreibe, was passiert dann mit mir? Nein, nein, nicht wenn er unterschreibt. Sobald er es getan hat, wird er vor ein Gericht gestellt und verurteilt. Ach, übrigens, sein Orchester ist mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Und dafür entlassen wir seinen Freund Levi. Heute ist mein großzügiger Tag. Kleine Fische interessieren uns nicht. Ich fürchte, seine Lage ist alles andere als rosig, Strauß. So, darf ich vielleicht jetzt Ihre Unterschrift haben, Maestro? Wann glauben Sie, komme ich vor Gericht? Wer weiß. Wenn wir Zeit haben. Führen Sie ihn ab.
kurz da, ich muss gleich weiter. Wo ist die Mama? Sie ist den Doktor holen. Na, was fehlt dir denn? Ich kann nicht schlucken. Ich habe Halsweh und Kopfweh auch. Mein kleines Engel. Du hast ja hohes Fieber. Amy, bist du das? Da drin bitte. Herr Doktor, ich muss weg. Ich werde bei Hof erwartet. Und mach dir nicht zu große Sorgen. Es ist sicher nichts Ernstes. Du wirst bald wieder gesund sein. Wo der Papa da ist und der Onkel Doktor, der hilft dir, dass du gesund wirst. Ja. Scharlachfieber. Ich muss mich waschen. Öffnen Sie meine Tasche. Nehmen Sie die braune Flasche heraus, das ist ein Desinfektionsmittel. Ja, das ist es. Jeder, der mit dem Patienten in Berührung kommt, muss damit gurgeln. Gründlich. Sehr gründlich. Haben Sie mich verstanden? Ja. Sie müssen wissen, Scharlach ist in hohem Maße ansteckend. Keine andere Wahl. Sie werden Ihren Mann aufsuchen müssen. Niemals. Er hat großen Einfluss. Er ist ein wichtiger Mann bei Hof. Er wird nicht einmal einen Finger rühren. Er wird sich hüten, seinen schärfsten Konkurrenten aus dem Gefängnis zu holen. Er macht sich höchstens lustig über ihn. Übertreiben es nicht. Ich finde nicht, dass er übertreibt. Als Ihr Freund und Ihr Anwalt bitte ich Sie, vergessen Sie einmal Ihren Stolz und gehen Sie hin zu ihm. Nein. Man verhängt äußerst schwere Strafen gegen solche Hitzköpfe wie den Schani und den Peppi. Es ist Ihre Pflicht, Ihren Stolz zu vergessen und alles zu tun, um die beiden zu retten. Warten Sie da. Viel Glück. Überraschung. Wie geht's dir? Augenblick, ich komm gleich. Übrigens, herzlichen Glückwunsch zu deinem Erfolg. Du feierst ja Triumphe. Danke. Ich werde bald in Berlin tanzen. Ah. Aha, dann lass dich jetzt nicht länger aufhalten von mir. Das ist der Direktor vom Berliner Theater. Oh. Wie geht's dem Schani? Schani, der ist im Gefängnis. Ja. Naja, da wird er nicht mehr lang sein. Seine liebenswürdige Mutter ist heute wieder einmal unwiderstehlich, wie ich sehe. Leb wohl, Gustav. Servus, Kathi. Warten Sie da, bitte. Maestro? Maestro? Maestro?
Was haben Sie denn? Emmy? Wo ist Emmy? Nicht da. Ich hab sie weggeschickt. Oh mein Gott. Maestro, können Sie mich hören? Nicht aufgeben, Sie müssen kämpfen. Der Scharlach ist nicht unbedingt ganz und gar nicht. Ich habe einen Cousin, der ist älter als Sie, der hat's überstanden und heute... Gehen Sie. Es ist ansteckend. Sie sollen gehen. Gehen? Sie sagen mir, ich soll gehen? Immer wieder schicken Sie mich weg, Maestro. Jetzt ist Schluss. Ich werde gehen, wann ich es für richtig halte. Ich werde Sie ein bisschen aufmuntern, aber Sie dürfen nicht lachen. Die Anna ist da und will mit Ihnen reden. Und wissen Sie, was sie will? Ich soll den Friedensstifter spielen. Sie möchte, dass Sie Ihre beiden Rotzbuben aus dem Gefängnis holen. Und ich darf das jetzt ausbaden. Ich habe jetzt wieder die ganzen Zores. Alle unangenehmen Sachen hängen Sie mir an, Maestro. Nur eins tut mir wirklich leid, dass wir Amerika nicht geschafft haben. Aber wenn es wieder gesund sind, dann werden wir das nachholen. Ja, wir fahren nach Amerika. Das Einzige, was Sie tun müssen, ist schnell gesund werden. Das ist doch nicht zu viel verlangt, oder? Hirsch! Hirsch! Das muss die Anna sein. Nicht aufregen. Ich bin gleich zurück. Kann ich zu ihm? Was ist hier? Wird er mir helfen? Strauß? Deshalb fordere ich die Entlassung meiner Söhne. Ich lasse mir von ihr keine Befehle erteilen. Ihr Vater ist todkrank. Sie können ihnen nicht verbieten, ihn zu besuchen. Sie haben doch die Autorität, die beiden zu entlassen, damit sie ihrem sterbenden Vater die letzte Ehre erweisen können. Wenn sie sich weigern, mir zu helfen, werde ich zum Kaiser gehen. Johann Strauß ist immerhin kaiserlicher Hofballmusikdirektor. Ich rate, ihr drohe sie mir nicht, Frau Strauß. Ich habe nicht die Absicht, ihnen zu drohen. Ich stelle nur fest, der Kaiser würde einem so verdienten Mann diesen Wunsch erfüllen. Lassen Sie sie jetzt frei oder soll ich zu ihm gehen? Mach ihm die Augen zu. Zu spät. Wieder einmal zu spät.
Verbibus et nervis compigisti eum Domine, resuscita eum in novissimo die, per Christum Dominum nostrum. Regnum aeternam dona ei Domine, et lux perpetua luceati. Requiescat in pace. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Es war schon lange der Wunsch meines Vaters, unsere Kräfte zu vereinen. Also wollen wir gleich zur Sache kommen. Ich glaube, dass die beiden Orchester zusammengelegt werden sollten. Meinerseits habe ich nur eine einzige Bedingung. Sag's das bitte auch den Kollegen. Wer nicht mit mir arbeiten will, soll es gleich sagen und das Orchester verlassen. Shani, bei mir ist das durchaus keine Frage des Wollens. Ich habe mich nur gefragt, werde ich jetzt noch gebraucht? Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin überflüssig. Ich überlasse das Ränkeschmieden jetzt dem Kollegen Levi. Wollen wir zwei nicht gemeinsam einen Musikverlag gründen? Ach, da wären wir schon bald blind vor lauter argwöhnisch den anderen im Auge behalten. Ich fühle mich geehrt, dass Sie mir so offerieren. Aber nein, danke. Ich werde mir einen ruhigen Ecktisch in meinem Lieblingscafé aussuchen und mir anschauen, wie alle Welt und die schönen Frauen an mir vorüberflanieren. Also, wann fangen wir an? Caroline, was für eine nette Überraschung. Der Peppi hat gesagt, das schaut so wichtig aus, darum bringe ich es Ihnen gleich. Sind Sie ein Postmeister? Nein, aber mein Vater. Und ich helfe ihm. Ich habe ihn zu Ihnen nach Haus gebracht, aber wie der Peppi gesehen hat, was es ist, da... Oh, Mädchen. Nehmen wir uns noch Platz. So, da trinken Sie erst einmal was. Gütiger Herrgott. Was ist denn? Ich bin für morgen früh in die Hofburg bestellt. Steht drin, warum? Nein. Ich weiß es. Es geht um Ihre Ernennung zum Hofballmusikdirektor. Ja, das könnte sein. Nein, 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 ich glaub's nicht. Aber vielleicht doch. Nein, nein, das ist unmöglich. Nur was könnte es sonst sein? Ich weiß nicht, aber was immer es ist, es muss was Gutes sein. Ich trinke auf Ihren Erfolg. Trink mir doch lieber auf unsere Freundschaft. Darf ich? Bitte, warum denn nicht? Ich habe gerade was Wichtiges entdeckt. Was denn? Sie müssen mein Schutzengel sein. Die Überbringerin aller guten Nachrichten. Sie haben mir doch gesagt, mein Bruder,
Der Peppi und Sie sind Freunde. Das sind wir. Aber seid ihr zwei sehr enge Freunde? Enge Freunde? Gute Freunde? Oder nur Freunde? Wir sind nur Freunde. Ah, das ist gut. Ich weiß, was es ist. Was ist? Was dieser Brief da bedeutet. Ja, ich kann mir denken, was die in der Hofkanzlei von Ihnen wollen. Was? Sie sollen bei der Hochzeit vom Kaiser und seiner bayerischen Schönheit aufspielen. Ganz gewiss. Das wäre schon möglich. Aber mir ist gerade was ganz Wichtiges klar geworden. Wenn zwischen uns nochmal von Schönheit die Rede ist, sollte man das Wort bayerisch lieber weglassen. Ich mag über keine fremden Schönheiten mit Ihnen reden. Noch dazu, wo Sie viel schöner sind als die bayerische. Für was sollten wir uns mit einer Zweitschönsten aufhalten? Bitte, ich höre nicht gern Komplimente, die machen mich verlegen. Und so unsinnige Komplimente machen mich nur mehr verlegen. Unsinnig? Aber ich mein's vollkommen ernst. Das heißt, dass sich der Franz Josef gar nicht mehr aufs Regieren konzentrieren kann. Nur weil sie so schön ist. Mir geht's genauso wie dem Kaiser. Ich kann mich beim Anblick von so viel Schönheit auch nicht konzentrieren. Das heißt, außer ich verwende sie als Inspiration. Ihre Schönheit soll mir Inspiration sein. Ich schaue ihre Hände an. Ihre Arme. Ihr Dekolleté. Nein, lieber nicht ihr Dekolleté. Das tät mich viel zu nervös machen. Ihre Augen. Ihren Mund. Ja. Es inspiriert mich schon. Jetzt haben wir zwei ein Geheimnis. Möchten Sie wissen, was für eins? Wenn's beim Hofball meinen neuen Walzer spielen und der Kaiser tanzt mit seiner Braut dazu, dann werden nur wir beide die Wahrheit kennen. Er wird glauben, dass es seine Braut gewesen ist, die mich inspiriert hat. Gerade so, wie sie es mit ihm macht. Aber wir zwei werden wissen, nur die Caroline ist mir Muse und Inspiration gewesen. Weil sie mich verzaubert hat. Das ist unser Geheimnis. Und so ein Geheimnis muss man mit einem Kuss besiegeln. Oh, ich hätte mir gewünscht, er wäre ein bisschen weniger mütterlich. Strauß. Sind jetzt am Ende Sie Kanzler geworden? nein, charmante Idee. Ich bin mein Untertan, ein einfacher Untertan. Ich habe weiter keinen Ehrgeiz, als meinem Vaterland und meinem Kaiser zu dienen. Aber bitte nimm mir doch Platz. Ich habe mir die Freiheit genommen, einen Walzer zu komponieren, zu Ehren der künftigen Kaiserin. Wie schön. Wirklich schön. Hervorragend. Sehr aufmerksam von ihm. Wir eröffnen das Hochzeitsbankett damit. Sein Einverständnis vorausgesetzt. Mein Einverständnis vorausgesetzt? Aber sicher, warum nicht? Weil es da eine Schwierigkeit gibt. Seine Kompositionen können leider bei Hofe nur anonym gespielt werden. Anonym, sagen Sie? Ja, genau. Sein Name, fürchte ich, darf bei Hof nicht genannt werden. Nicht einmal geflüstert. Was? Es tut mir leid. Seine Majestät ist wirklich kein Freund von ihm. Gewiss, der Kaiser hat ihm vergeben. Aber vergessen wird er wohl nicht so schnell. Stimmt ja wohl. Das ist seine Bewerbung. Ja, für die Position des Hofballmusikdirektors. Es ist mir wirklich unangenehm. Ich überbringe nicht gern schlechte Nachrichten. Aber seine Bewerbung ist abgelehnt worden. Er kann sich vielleicht vorstellen, wie sehr mich das für ihn geärgert hat. Aber seine Majestät haben dann leider schon jemand anderen ins Auge gefasst. Und wen? Den Fahrbach. Fahrbach? Philipp Fahrbach? Den nämlichen. Ein brillanter Musiker, ein großes Talent. Ein Meister seines Faches. Findet er nicht? Philipp Fahrbach, ein Meister seines Faches. Wissen Sie, wie der seine Musik komponiert? Er pfeift und jemand anders schreibt die Noten hin.
Der kann ja noch nicht einmal Noten lesen. Gerüchte, Verleumdungen, mein guter Strauß. Berufsneid, das kennt man ja. Neid? Sie glauben, ich wäre neidisch auf den Fahrbach? Es gibt nur ein Gutes, was man über Fahrbach sagen kann. Für seine Karriere hat er hart gearbeitet. Ein Meister seines Faches, ich bitte Sie. Er ist ein Sonntagnachmittags-Pratermusikant. Und dann noch sein Orchester. Wenn man das überhaupt ein Orchester nennen kann. Ich glaube, die können alle miteinander keine Noten lesen. Im Vertrauen gesagt, Strauß, da bin ich eigentlich ganz und gar seiner Meinung. Aber ich bitte ihn, das bleibt wirklich unter uns, äußerste Diskretion. Um die Wahrheit zu sagen, Fahrbachs Orchester ist der Grund, warum ich ihn hergebeten habe. Ich möchte, dass er mir einen Gefallen tut. Welchen? Würde er Fahrbach sein Orchester leihen für den Hofball? Deswegen haben Sie mich kommen lassen? Genau, deswegen habe ich ihn kommen lassen. Fahrbachs Orchester ist, wie er schon sagt, wohl kaum imstande, einen Hofball... Sie Barbar, Sie! Wie können Sie es wagen, mich derart zu beleidigen? Mein Orchester ist mein Orchester! Die besten Leute, die es finden können in Wien. Sie glauben, ich liefere meine Musiker einem Dilettanten wie Philipp Fahrbach aus? Ich bin in meinem ganzen Leben noch nie so beleidigt worden. Guten Tag! Strauß, ist das wahr, was ich da höre? Er möchte auf Tournee gehen? Falls er eine Auslandsreise plant, wird ihm von unserer Seite nichts im Weg stehen. Im Gegenteil, er kann mit unserer Zustimmung rechnen. Das ist genug. Ein Flötenblaser. Das darf doch nicht wahr sein. Die haben einen Pfeiferlbum zum Hofball-Musikdirektor gemacht. Er ist ein Furzer. Fahrbach ist ein Furzer. Nicht so laut, Schani. Und er hat Asthma. Wenn er auf der Flöte blast, klingt's wie ein Pferdeschaß. Er ist ein Heiselratz. Also lieber Scheiß, Schani, also putzen, dann Musik machen. Schani, du hast zu viel getrunken. Wir gehen das heim. Ist doch komm jetzt. Ein brillanter Musiker. Ein großes Talent. Ein Meister seines Faches. Fahrbach, dieser Reserve Salieri. Nein, Schani. Geht's dir besser? Es geht schon wieder. Dann geh dir ausschlafen. Morgen früh hast du Probe. Ich werde nie wieder proben. Ja. Nie wieder, hörst du? Hast du die Fliegen gesehen? Ja, ich hab sie gesehen. Ich hab's gefangen, hast du's auch gesehen? Ja, du hast's gefangen. Der geht's wie mir. Ich bin wie sie. Ich bin gefangen in der Faust des Kaisers. Aber wo ist sie denn hin? Sie ist auf und davon. Und das solltest du auch tun. Was willst denn du damit sagen? Damit will ich sagen, geh ins Bett. Oh nein, das meinst du nicht. Das nicht. Bauer ist bei dir gewesen, stimmt's? Geh, hör auf, du spinnst doch. Du willst damit sagen, ich soll ins Ausland gehen. Du willst mich am liebsten auch unter den Teppich kehren. Ja, Auslandstournee wäre nicht einmal so schlecht. Und ich hab glaubt, du bist ein Freund. Du bist auch nicht besser als die anderen. Ist das wahr, was ich da höre? Er möchte auf Tournee gehen? Ich weiß schon, was ihr alle wollt. Ihr wollt mich loswerden. Ich soll auf Nimmerwiedersehen verschwinden. Ich will nichts weiter, als dass du im Bett verschwindest. Du willst dasselbe wie alle anderen. Warum lasst ihr mich nicht einfach in Ruhe? Reden. Wart draußen. Ich komme gleich raus zu dir. Mhm.
Es war ein schlimmer Tag, in jeder Hinsicht. Es tut mir leid. Bauer, Fahrbach, sogar mein Freund Levi. Alle wollen's mich loswerden. Das Leben wäre so viel einfacher ohne den Strauß, Schani. Willst du mich auch loswerden, Caroline? Jetzt red keinen Unsinn. Das schaut schlimm aus. Tut's weh? Da tut mir nichts weh. Wo dann? Was glaubst denn wo? Was fragst mich? Ich weiß ja nicht, was du alles angestellt hast. Mein Herz ist es. Mein Herz tut mir weh, Caroline. Was rennst denn davon? Weil ich dich angelogen hab, Schani. Wegen einem Peppi, deinem Bruder. Ja? Du hast mich gefragt, ob wir zwei enge Freunde sind oder nur... Ja, ich erinnere mich. Da habe ich gelogen. Wie ich gesagt habe, wir wären nur Freunde. Er weiß, wir haben... Er weiß, dass wir beide uns treffen. Caroline, liebst du mich? Wie kann ich dem Peppi je wieder ins Gesicht schauen? Antworte auf meine Frage, liebst du mich? Ich muss es dem Peppi sagen. Ach, willst du den Peppi leicht fragen, ob du mich liebst? Er ist vollkommen durcheinander. Und eifersüchtig. Schani, wenn du dafür kein Verständnis hast, dann ist es besser, dass wir uns gar nicht weiter darüber unterhalten. Nicht weiter unterhalten? Was heißt nicht weiter unterhalten? Ich frag dich, ob du mich liebst und sag dir, dass ich dich lieb? Das ist keine Unterhaltung, das ist eine Romanze. Was gibt's denn da zu lachen? Oh, du redst mehr Unsinn als irgendein anderer, den ich kenne. Schani, ich glaube, es ist besser, wir treffen uns nimmer. Wieso nimmer? Heißt das, du liebst ihn oder warum? Ich will ihm nicht wehtun, darum. Und wo bleib ich? Dir will ich genauso wenig wehtun. Aber das tust du gerade. Oh, Schani, du kannst jede haben, die du nur willst. Ja, aber die Einzige, die ich will, das bist du. Ich wollte mich nicht verlieben in dich, glaub mir, es ist passiert. Du verliebst dich aber sehr oft, vielleicht 15 Mal am Tag. Ich weiß, was für einen Ruf du hast, Schani. Die Mädchen sind verrückt nach dir und sie fallen in Ohnmacht, wenn sie dich nur sehen. Und im Auffangen sollst du ja gar nicht so faul sein, nach dem, was man so hört. Sag, liebst du mich oder liebst du mich nicht? Oh, natürlich liebe ich dich. Du musst fort aus Wien. Das ist jetzt das dritte Mal in dieser Woche, dass mir das wer sagt. Die Saison steht vor der Tür. Du wirst in Baden spielen. Was? In einem Straßencafé? Mama, ich bin Orchesterdirigent, kein Stehgeiger, ich bitte dich. Steig herunter von deinem hohen Ross. Du hast in Wien überhaupt keine Chance. Dass du in der Stadt ein bisschen bekannt bist, verdankst du dem Namen deiner Familie und dem Ruhm deines Vaters. Du bist verantwortungslos, dickschädlert und benimmst dich die meiste Zeit eigentlich nur blöd. Wann wirst du endlich einmal erwachsen? Wann du mich lässt. Du red nicht in dem Ton mit mir, Schani. Es wird höchste Zeit, dass du lernst, wie man Karriere macht. Da gibt es goldene Regeln, an die man sich halten muss. Ein Künstler hält sich raus aus der Politik. Das ist die Regel Nummer 1. Und Regel Nummer 2 ist, du tust das, was ich dir sag. Oh, das ist eine goldene Regel, ganz sicher. Und ich erlaube nicht, dass du Unfrieden in die Familie bringst. Die Familie ist unser Kapital. Ich verstehe nicht. Kannst du mir vielleicht erklären, was du damit meinst? Du wirst aufhören, der Caroline nachzustellen. Mama, wie kommt das eigentlich, dass du immer etwas gegen meine Bekanntschaften hast? Das war bei der Kathi genauso. Eine Frau mit eigenen künstlerischen Ambitionen ist nur einmal nichts für dich. Sie wollte unbedingt eine berühmte Tänzerin werden, also lass sie tanzen. Ich glaube, sie feiert ganz schöne Erfolge in Berlin. Und die Caroline? Die hat gar keine künstlerischen Ambitionen. Das ist eine ganz andere Geschichte, verstehst? Der Peppi hat ältere Rechte und ich gestatte nicht, dass einer von meinen Söhnen einen anderen ins Unglück stürzt. Ist das klar? Nein, ist es nicht. Du wirst aufhören, ihr nachzusteigen und du wirst morgen in aller Früh nach Baden fahren. Ich bin doch kein kleines Kind. Also red nicht mit mir, als wäre ich 10 Jahre. Das muss ich mir weder von dir noch von irgendjemand sonst gefallen lassen. Und wenn du glaubst, ich fahre morgen früh nach Baden, dann hast dich getäuscht.
Faites vos jeux, messieurs, dames. Faites vos jeux. Weißt Ihre du, Einsätze, Sie bitte. Rien ne va plus. Zero. Faites vos jeux, messieurs, dames, faites vos jeux. Ihre Einsätze, bitte. Die Einsätze, bitte, faites vos jeux. Rien ne va plus. Faites vos jeux, messieurs, dames. Faites vos jeux. Ihre Einsätze, bitte. Bitte, das Spiel zu machen. Rien ne va plus. Bitte das Spiel zu machen. Ihre Einsätze, bitte. Rien ne va plus. Sept rouges, un vert et passe. Faites vos jeux, messieurs, dames. Bitte das Spiel zu machen. Rien ne va plus. Sie müssen trinken mit mir. Danke. Bitte. Danke, Hoheit. Lassen Sie uns allein. Danke, Euer Hoheit. Noch eine Flasche Wein. Sie alle dürfen gehen zu Bett. Ich will allein mit diesem Herr hier bleiben. Ich glaube, Sie waren heute nicht verfolgt von Glück. Ja, ich fürchte auch. Nur Geld macht nichts. Es ist auffallend, dass das immer nur die Gewinner sagen. Ja, ich Gewinner. Immer Gewinner. Jeden Abend. Ist aber schlecht. Ich lieber würde manchmal verlieren. Es ist gut zu leiden für Seele. Ist sehr gut für Seele. Aber ich habe nicht Glück zu verlieren. Jede Nacht gewinnen. So, ich leide niemals. Ist schlimmes Unglück. Sie verstehen mich? Mehr oder weniger. Kommen Sie, alter russischer Brauch. Wir machen Trinkspruch auf unsere Bekanntschaft. Nosdorovje. Sie wissen, wer ich bin? Nein. Ich bin der Fürst Gribov. Alexander Nikolajewitsch Gribov. Und Sie sind Johann Strauss, nicht? Ja. Sie können nicht wissen, aber ich bin gefahren, viele, viele Meilen Sie zu treffen. Um mich zu treffen? Ja. Komm, sitze neben mir, Johann Strauss. Ich habe Ihnen viel Erklärung zu machen. Hier ist Sankt Petersburg. Die Stadt von Peter. In diesem Ort Zar regiert ganz Russland. Kein kleiner Ort, ist riesig. Hier ist andere Stadt. Pawlowsk, Stadt von Paul. Hierher kommen Zar, zu haben Vergnügen und Spiel. Natürlich nicht kommen allein, nein, 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 nein. Zar kommt dorthin mit ganzer Hofstaat.
kommen viele, viele Menschen und langweilig. Sie wissen, wie viele? Nein. Ich sag Ihnen, viele. Gegen Zar. Habsburg ist wie arme Verwandte. Furchtbar arm. Gegen Zar. Franz Josef ist sich Bettelmann. Nun, hier ist Vauxhall Palais. Hier, Sie werden spielen. Von Mai Monat zu August Monat. Sie wollen? Tut mir leid, ich habe nicht richtig verstanden. Ja, ja, Sie werden verstehen sofort. In Vauxhall Palais, Sie werden spielen. 1, 2, 3, raz, dwa, tri, raz, dwa, tri. Ist königlicher Befehl. Ist sich Befehl von Zarina von Russland. Kann nicht verweigern. Wenn verweigern... Es ist schmeichelhaft, dass die Zarina meinen Namen kennt. Das wundert mich. Ich war noch niemals in Russland. Da, sie hört sie spielen und sie große Freude gehabt. Sie hat mich spielen können? Wo? In London, wie ich glaube. Sie immer viel auf Reise. London, ich denke ja. London, ich verstehe. Ich war noch nie in London. Das muss mein Vater gewesen sein. Der hat dort gespielt. Ich hab nicht gewusst, Sie haben Vater. Was nahm Ihre Vater? Auch Johann Strauss. Ah, selber Name. Wirklich nett. Mein Vater auch Fürst Gribov. Auch wirklich nett. Nun, wo ist Papa? Tot. Oh. Arme Waise. Meiner auch tot. Leben ist so viel Leid. Also nun, Sie sind guter Freund. Sie sind feiner Freund. Sie verstehen alles. Zarina hat gesagt zu mir, Gribov, bring Johann Strauss zu spielen. Ich bringe. Ich bringe Johann Strauss. Ich bringe Sie. Sie sind Johann Strauss. Alles ist perfekt. Hier ist Kontrakt. Ein Kontrakt? Das ist nicht ganz so einfach. Wir müssen verhandeln über die Zeit, die Bedingungen. Bezahlung. Nein, 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 nicht Bezahlung. Keine Bezahlung? Keine Bezahlung. Keine Bezahlung in Kontrakten. Sehen hier. Hier ist blank. Sie verstehen blank, ja? Bezahlung, Sie füllen selbst ein. Ich soll mein Honorar selber eintragen? Da. Alles, was Sie wollen. Wodka. Ich will mich vergewissern, dass ich das richtig verstehe. Ich werde den Betrag da selber einsetzen. Da, da, da. Der Zar ist wirklich reich. Mein Gott, Sie füllen einen Betrag, was Sie wollen. Ich gebe Erlaubnis. Also jetzt, wir trinken neuen Trinkspruch. Hm? Auf Johann Strauss, Sohn von Johann Strauss in Russland. Auf Johann Strauss in Russland. Vorsicht, der Bahnsteig!